Vor 3 Monaten gab ein spanisches Museum einen Goya zum Restaurieren. Das Gemälde verschwand spurlos. Und es gibt Terroristen, die damit eine globale Revolution finanzieren wollen. Unzählige Leben stehen auf dem Spiel. Und Sie möchten, dass ich es finde? Sie haben es erfasst. Was springt dabei für mich raus, wie es so schön heißt? Tun Sie es für Königreich und Vaterland. Nein. Na gut, Königreich und Vaterland, Reisespesen und Zuschläge nach Aufwand. Gut. Charlie Mordecai ist von echtem alten Adel. Aber wie das so ist bei Adeligen, sie leben in diesen riesigen Schlössern und können es sich nicht mal leisten, sie zu heizen. Mordecais Anspruch ist also okay, aber sein Bankkonto kann da nicht mithalten. Ich bin Lord Charlie Mordecai. Angesehen bei allen, die mich ein wenig kennen. Ausgezeichneter Schuss, Sir! Sanitäter! Er wittert seine Chance, als ein Goya-Gemälde unter mysteriösen Umständen verschwindet. Mit der dafür ausgesetzten Belohnung werden alle Sorgen vergessen. Also arbeitet er ab sofort für Ihre Majestät. Ich fürchte, ich muss jetzt ein Machtwort sprechen, Schatz. Wie bitte? Natürlich nur mit deiner Erlaubnis. Mit seinem treuen Diener begibt sich Mordecai auf einen rasanten Wettlauf um den Globus. Zwischen London, Moskau und Los Angeles muss er es mit einem rücksichtslosen russischen Oligarchen, einem international gesuchten Terroristen sowie einem habgierigen amerikanischen Milliardär und dessen nymphomanischer Tochter aufnehmen. Ich bin Georgina Cramp. Sie ist eine berüchtigte Nymphomanin. Wer weiß, vielleicht ist das eine übliche Begrüßung in Amerika. Keine Ahnung. Und dann ist da noch die Sache mit dem Schnurrbart. Als seine Frau den sieht, ist für sie klar, der muss weg. Aber für ihn bedeutet der Schnurrbart sehr viel. Und er kann ihn einfach nicht wegmachen. Du hast 5 Minuten, ihn zu entfernen. Jeder Mann aus der Familie Mordecai hatte so ein gutes Stück. Warum darf ich nicht? Vor allem seinen Rivalen Inspektor Martland vom MI5 muss er in Schach halten, denn der hat außer dem Kriminalfall auch Mordecais schöne Gattin im Auge. Sie gehen nach Amerika und tun alles, um das Bild wieder zu beschaffen. Ich fürchte, wir sind falsch abgebogen und am Set eines pornografischen Films gelandet. We all went to Oxford together. Wir waren alle gemeinsam in Oxford und es gibt eine Vorgeschichte zwischen mir und Mrs. Mordecai, weil ich seit unserer Zeit an der Uni in sie verliebt bin. Und hier hat man die Leiche gefunden. Was tun Sie da? Nein, ein Stück weiter links. Links. Entschuldigung, ich meinte rechts. Rechts. Vielleicht. Da. Ach, Charlie. Nach Das geheime Fenster liefern Regisseur und Drehbuchautor David Koepp und Johnny Depp ihre zweite Zusammenarbeit ab, unterstützt von einem prominenten internationalen Cast. Zum Schreien komisch und Johnny Depp zeigt, dass er nicht nur als durchgeknallter Pirat witzig sein kann. Charlie Mordecai, wo steckst du? An einem unsagbar vulgären Ort namens Los Angeles. Ich bin Mordecai. Brauchen Sie Hilfe mit dem Gepäck? Nein, ich brauche keine Hilfe mit meinem Gepäck. Wozu habe ich denn meinen verdammten Hausdiener?